Hallo, herzlich willkommen zu Tag 6 zu unserem Lead Magnet Bootcamp. Heute auf einem Samstag. Und ja, wer ist heute alles am Start? Gerard ist heute am Start, Linus ist am Start, Michel ist am Start und Vincent ist am Start. Sind alle wieder vollzählig im Bootcamp. Schön, dass ihr da seid. Ja, was machen wir heute? Ich möchte heute mit euch folgende Sachen einmal abarbeiten, und zwar machen wir noch ein bisschen was im Pixel Perfect Zeitbilder. Da würde ich euch gerne noch mal zeigen, wie man ein neues Layout hinzufügt. So ein bisschen hatten wir das Thema schon mal. Würde euch aber hier in dem Zusammenhang dann noch mal zeigen wollen, wie man Layout hinzufügt und wie man mit einem zweiten Layout auf der Seite quasi einen abgesicherten Bereich auf der Website erstellt. Also so eine Art Member-Bereich, Geheimbereich auf der Internetseite habt. Und dann möchte ich euch nochmal zeigen, wie man einen Blog hinzufügt. Ja, nur der Vollständigkeit halber. Zu diesen Themen Member-Page herstellen und eine Blog-Page herstellen. Dazu gibt es aber auch nochmal wieder richtige Bootcamps. Ich würde euch das einfach nur jetzt ganz gerne nochmal zeigen, weil ihr jetzt ja schon einen sehr, sehr guten Überblick über Builderall habt. Das wäre der Vollständigkeit halber, sage ich mal, dann die letzten zwei Punkte, die ihr im linken Menü immer im Pixel Perfect Builder vielleicht jetzt noch nicht so viel benutzt habt. Und die hätte ich jetzt ganz gerne zusätzlich mit euch auch noch erschlagen. Dann seid ihr nämlich eigentlich im Pixel Perfect Zeitbilder schon fast perfekt fit unterwegs. Ja, bis auf den Shop, der jetzt, wie gesagt, überarbeitet wird. Da sparen wir uns den aus. Da kommen wir dann nochmal drauf, wenn Builderall 3.0 dann fertig ist, ab dem 4. Juli. Ja? Aber dann, wie gesagt, wenn wir diese Punkte, die würde ich gerne noch mitmachen, dann seid ihr im Pixel Perfect Zeitbilder schon sehr fit unterwegs. Ja, dann würde ich mit euch gerne noch mal einmal nachholen. Wir haben ja jetzt in unserem E-Mail-Ablauf, wenn einer sich bei uns im Lead Magnet einträgt, bislang nur die Double Opt-in-Seite hergestellt und die Thank You Page für den Download. Und ich wollte mit euch einfach der Vollständigkeit halber auch nochmal eine Unsubscribe-Seite reinpacken und heute in Angriff nehmen. Wer sie dann nutzen möchte, kann das tun. Wie gesagt, ich mache das bei mir nicht. Ich habe mein Single Opt-out. Die tragen sich aus und gut ist. Aber ich möchte euch der Vollständigkeit halber auch nochmal die Unsubscribe-Seite zeigen. Wer mag, kann die sich dann auch da einfügen und nochmal da reinschreiben. Na, oh, schade, dass du uns verlässt und so weiter. Ja, und dann noch ein wichtiges Thema natürlich, weil ihr ja morgen haben wir ja schon den letzten Tag bei unserem Lead Magnet Bootcamp und wir haben uns noch gar nicht drüber unterhalten. Jetzt haben wir nachher so einen tollen Lead Magnet fertig. Wie sieht es dann aus mit Traffic? Traffic ist ja noch ein Thema. Also wie kommen Leute bei uns überhaupt auf die Seite? Ja, das möchte ich auch noch mal kurz anreißen. Gut. Ihr dann Fragen eigentlich erstmal. Wie sieht es bei euch aus? Könnt ihr mal mir ein kurzes Feedback geben? Wie läuft es bei euch einzeln? Vielleicht mal so nacheinander. Wer hat Lust, mal zu erzählen, wie es bei ihm so läuft? Vincent? Gut, dann fange ich wohl mal an. Also ich habe soweit alles fertig gebaut, was die meine Seite angeht. Ich habe meine Mailing-Bus eingerichtet. Ich muss jetzt noch die E-Mails schreiben und dann bin ich eigentlich soweit fertig mit der Sache. Ich habe ein E-Book erstellt, ich habe ein Cover erstellt. Das läuft eigentlich alles. Mit der mobilen Seite habe ich mich auch schon auseinandergesetzt und die fertig gemacht. Das ist alles sehr gut. Ja, super, sehr schön. Hört sich sehr gut an. Klasse. Ja, mag noch einer was erzählen, wie weit er ist oder... Sollen wir lieber im Thema weitermachen erstmal? Ja? Okay, mach ich erstmal im Thema weiter. Ja, okay. Ja, was wir auf jeden Fall noch besprechen müssen ist, und das ist so ein bisschen, sind so zwei Dinge in eins eigentlich. Wie kriegen wir das Impressum und die Datenschutzerklärung eigentlich in die E-Mails? Ja, das ist ja immer noch so ein Punkt, der offen geblieben ist. Das haben wir noch nicht abgearbeitet. Und ja, da möchte ich mit euch jetzt zuerst mal einmal hinspringen und gebe dafür mal wieder hier mein Bildschirm frei. Ja, könnt ihr den Bildschirm sehen, die Freigabe? Okay, und dann mal wieder auf ins Builderall, rein ins Dashboard. Und
Ja, wir gehen dann einmal wieder unter unserem Pixel Perfect Builder, meine Seiten, weil um den Link zum Impressum und zur Datenschutzerklärung einzufügen, brauchen wir ja die Adresse irgendwie. Irgendwie müssen wir ja auch jetzt uns die URL besorgen von unserem fertigen Impressum, von unserem Lead Magnet. Ja, das ist die einfachste Variante eben, das in die E-Mail einzubinden. Dann kann derjenige aus der E-Mail auf den Link klicken und wird zum Impressum und zur Datenschutzerklärung geleitet. Ja, man könnte jetzt auch extra, sage ich mal, wieder eine Internetseite dafür machen mit einer eigenen Domain. Aber das kostet ja wieder, sage ich mal, zusätzlich Geld, macht zusätzlich Arbeit. Insofern ist es schon ganz sinnvoll, weil ja auch die E-Mails aus diesem Lead Magnet und von dieser Seite kommen, dann auch entsprechend Impressum und Datenschutz zu nutzen. Die habt ihr ja schon fertig. Und ja, wie komme ich jetzt an die Adresse von dieser Seite dran? Ja, ich muss ja irgendwie jetzt direkt auf das Impressum verweisen. Ich will ja jetzt, wenn der auf Impressum klickt in der E-Mail, auch, dass das Impressum aufgerufen wird und nicht hier die Landingpage. Ja, nicht unsere Homepage, sondern er soll ja direkt zum Impressum springen. Und wie mache ich das jetzt? Wie gehe ich da vor? Auch da ist wieder viele Wege führen nach Home. Ihr könnt natürlich zum einen ganz normal hier euren Link klicken und geht hier unten auf Impressum und kopiert euch jetzt hier oben einmal euren Link raus. Ja, den könnt ihr kopieren und dann in die E-Mail einfügen. Und schon habt ihr zu eurem Impressum verlinkt. Dasselbe geht, wenn ich zurückgehe hier mal, klick auf Datenschutz. So, jetzt bin ich auf der Datenschutzerklärung, klick hier oben wieder in die Browserzeile und kopiere mir hier den Link und kann den wieder entsprechend in meine E-Mail einfügen und habe so dann auch den Datenschutz da drin. Ja, Gerard, dazu eine Frage? Ja, und zwar oben den Link, den du jetzt kopiert hast, ne? Kann man den denn jetzt noch durch den Shortener jagen und den kürzer machen, wenn das mal so ein ganz langes Biest ist? Ja, natürlich. Das könnt ihr alternativ immer. Also Links, die ihr durch den Shortener jagt, sind immer genauso gültig wie die Langversion des Links. Das geht grundsätzlich immer. Egal mit was für einem Link ihr das macht. Ja, cool. Ja? Okay, und ja, ich sag mal, wenn ihr jetzt nicht diesen ganzen Link da drin stehen haben wollt, in der unten drin, wenn das auch jetzt, sag mal, so ein bisschen für dich der Aufhänger war, der Frage, Gerard, also ich sag mal, man will dann unten im Fuß der E-Mail hier nicht so ein langes Konstrukt da drin stehen haben, dann könnt ihr auch einfach hier das Wort Impressum da hinschreiben, ja, und denkt dran, wenn ihr das Wort dann markiert, hattet ihr in den E-Mails rechts in der Menüleiste die Möglichkeit, unten auf diesen Link-Button zu klicken. Dann hinterlegt er das Wort blau mit einem Unterstrich und ihr könnt diesen Link dort reinkopieren. Dann steht da in dem Text nur Impressum, das ist dann anklickbar. Dann sieht er von dem Link gar nichts. Da steht einfach nur das Wort Impressum, er klickt da drauf, kommt hier auf die Impressumsseite und mit dem Datenschutz macht er das genauso. Ja, gibt es dazu von euch Fragen? Und das so zu machen, ich sag mal, so könnt ihr auch immer einzelne Seiten aus eurem Funnel, aus eurem Lead Magnet testen. Wenn ihr mal jetzt nur eine Seite einzeln aufrufen wollt, dann ist das immer eine Möglichkeit, sich da die Adresse entsprechend zu kopieren und auch eine einzelne Page zu testen oder aufzurufen, wenn das mal notwendig ist. Okay, wenn das soweit klar ist und da keine Fragen, dann springe ich mal einmal hier hin zurück und dann möchte ich mit euch gerne nochmal einmal eben die Unsubscribe-Page einfügen. Dazu gehe ich wieder in den HTML-Editor. So, dann gehe ich hier wieder drauf, gehe in mein Layout und füge mir in diesem Layout nochmal eine neue Seite ein. Ja, und auch hier sei noch mal eben kurz verwiesen auf die entsprechend vielen Vorlagen, die es gibt. Wir haben ja jetzt jedes Mal mit einer Blankpage gearbeitet. Ich mache mir auch gleich eben wieder eine Blankpage auf für die Unsubscribe-Seite, weil das jetzt hier für unseren Lead-Magnet ja nicht so aufwendig ist. Aber noch mal an der Stelle sei darauf hingewiesen, also ihr könnt hier
wirklich zu allem auch fertige Vorlagen nehmen. Es gibt in Builderall unglaublich viele Vorlagen und fertige Seiten. Da ist eigentlich wirklich immer was für jeden Geschmack auch dabei. Und hier dann auch nochmal entsprechend nach Überschriften entsprechend gegliedert. Aber wie gesagt, also für unser Beispiel jetzt hier, ich nehme wieder eine Blank Page und nenne die Seite eben unsubscribe, ja, für wieder austragen. Ich mag da immer lieber die englischen Begriffe, das ist so eine Geschmackssache. Natürlich könnt ihr da auch deutsche Begrifflichkeiten benutzen. Ja, gut. Und ja, was mache ich jetzt hier auf der Unsubscribe-Seite? Im Endeffekt dasselbe wie auf den anderen Seiten, die wir da für unseren Lead Magnet erstellt haben auch. Ich füge hier einmal wieder ein großes Textfeld ein, schreibe hier jetzt einen Text rein, wie schade, dass sie uns verlassen möchten, wenn es ein Versehen war, dann können Sie sich hier wieder eintragen. So, jetzt nehme ich mir wieder den Text, richte den wieder so ein bisschen aus. Hätte den jetzt hier ganz gerne mal zentriert. Und jetzt sieht das, ja, so ist ein bisschen netter, Element zentrieren. Und jetzt packe ich mir hier zum Beispiel wieder eben einen Button zu rein. Ich nehme mal wieder diesen hier, den hatten wir auf der anderen Seite auch schon. Schreibe hier eben wieder einen neuen Button-Text rein. Nehmen wir hier mal wieder einschreiben. Und kann jetzt diesen Button eben wieder belegen mit der Verbindung, sage ich mal, zur ersten Seite, sodass er sich da wieder einschreiben könnte, wenn es denn jetzt wirklich ein Versehen war. Ja, so habe ich hier dann meine Unsubscribe-Seite fertig. Und ja, genau, jetzt müssen wir die natürlich noch wieder in unserem Formular hinterlegen. So würde er die, jetzt habe ich ja zwar hier die Seite erzeugt dafür, aber sie ist ja noch nicht mit dem Formular connected. Ja, also ich speichere die hier jetzt mal. Und wie gesagt, die müsst ihr nicht machen, das ist optional. Nur der Vollständigkeit halber hätte ich es einfach gerne mit drin und wollte es euch deshalb gerne nochmal zeigen. Wir gehen nochmal zurück auf unsere Homepage des Lead Magnets. Hier haben wir ja unser Formular. Da mache ich wieder einen Rechtsklick drauf und jetzt, wenn ihr euch erinnert, haben wir die anderen Seiten hinterlegt hier über URL ändern. Da haben wir die Confirmation drin, da haben wir die Danke-Seite drin und eben hier unter Abbestellung hatten wir jetzt noch keine drin. Und da kann ich dann jetzt eben entsprechend hier Seite, unsere Unsubscribe-Seite nochmal hinzufügen. Und so habt ihr jetzt nochmal, wenn sich jemand austrägt, auch eine gebrandete, vernünftige Unsubscribe-Seite und nicht nur eben sonst diese kleine E-Mail, die da rauskommt oder rausgeschickt wird. Ja, und an der Stelle sei auch nochmal gesagt, also wer an beim Einrichten der Mailing-Sequenz in MailingBoss, da ihr erinnert euch noch an die Einstellung, da konnte man einstellen beim Verfahren, wie kommt der rein in die Liste, haben wir gesagt, müssen wir Double Opt-in nehmen, ist Pflicht. Und beim Rausgehen aus der Liste hatte man die Wahl zwischen Double Opt-in und Single Opt, Double Opt-out und Single Opt-out. Ja? Und wer jetzt Single Opt-out eingestellt hat, bei demjenigen, der klickt auf Unsubscribe und kommt hier direkt zu der Seite, nur mal als Hinweis, und bei demjenigen, der Double Opt-out an der Stelle eingestellt hat, der bekommt dann erst eine Mail in sein Postfach, muss dort erst auf den Link klicken und wenn er auf den Link geklickt hat, kommt er auf die Seite. Nur, dass ihr da auch nochmal den Unterschied habt zwischen den einzelnen Verfahren, die man da einstellen kann. Wie gesagt, ich stelle da standardmäßig immer
Single Opt-out ein, damit die Leute direkt von der Liste runter können. Die kämen bei mir eben direkt zu der Unsubscribe-Page und werden dann von der Liste ausgetragen. Ja, das nochmal der Vollständigkeit halber. Habt ihr dazu Fragen an der Stelle? Okay. Ja, dann möchte ich euch gerne nochmal zeigen, wie man eben ein neues Layout hinzufügt. Das machen wir auch gerade mal einmal. Und zwar gehe ich hier wieder auf den ersten Eintrag, bin in den Layouts. Und wir haben ja jetzt hier das eine Layout erfolgreich mit Nischenmarketing. Unter diesem Layout haben wir derzeit alle unsere Seiten. Das heißt, alle unsere Seiten, die wir erstellt haben, haben hier denselben Footer und denselben Header. Und immer, wenn ich hier eine neue Seite hinzufüge, so wie vorhin die Unsubscribe-Seite, übernimmt er automatisch Header und Footer. Jetzt kann natürlich sein, dass ich den Fall habe, Mensch, für eine besondere Seite, eben zum Beispiel wie für eine Member-Page oder einen Member-Bereich innerhalb meiner Webseite, hätte ich das gerne, dass das anders aussieht. Da hätte ich jetzt vielleicht nicht gerne denselben Header und denselben Footer, sondern eben einen anderen. Und das kann man machen, indem man hier unter meine Layouts ein neues Layout hinzufügt. Das machen wir auch gerade mal. Ich klicke hier auf neues Layout. Jetzt habe ich wieder, wie immer in Builderall, kommt er jetzt wieder mit der Vorlagenpalette. Das heißt, ich kann mir hier jetzt wieder Vorlagen aussuchen, die fertigen übernehmen. Oder, ja, ihr kennt das ja schon, ich nehme eigentlich immer ganz gerne die leere Variante. Und hier unter der leeren Variante möchte ich euch jetzt gerne nochmal eine Besonderheit zeigen. Und zwar seht ihr hier, ich mache es gerade vielleicht auch noch mal einmal wieder ein Vollbild so, dann ist es einen kleinen Tick größer wenigstens. Jetzt seht ihr hier noch mal diese Vorlagen, die hier sind, die findet ihr unter leere Seite. Da ist so ausgegrauter Text, so ausgegraute Elemente dahinter. Und das sind quasi noch mal, ja, wenn ihr euch Vorlagen für Webseiten herstellen wollt, ihr sagt, keine Ahnung, ich habe viele Apothekenkunden und ich möchte jetzt so eine Apothekenstandardseite herstellen, die ich dann nur noch individuell für den Kunden anpasse, für den Einzelnen. Aber der Grundaufbau soll immer derselbe sein. Dann könnt ihr euch hier so eine Vorlage nehmen, dann ist das quasi immer als Platzhalter belegt und ihr braucht nur noch die Inhalte dann einfügen. Ist so eine ganz praktische Sache in Builderall, wie ich finde. Ja, weil man dann nochmal wieder für sich auch so eine Gedächtnisstütze hat. So baue ich die Seiten auf und das arbeite ich dann immer entsprechend ab. Ganz coole, nette Funktion eigentlich. Ja, und dann sind hier, wenn ihr jetzt, wenn der Kunde irgendwie sofort ein Ergebnis sehen möchte, den ihr habt, könnt ihr auch hier zum Beispiel auswählen, diese Coming Soon Seiten oder diese Under Construction. Hier gibt es noch so welche im Bau, da sind die dann nochmal Coming Soon und Under Construction, dann kann man schon mal, während man die Webseite noch herstellt, schon mal irgendwie was Nettes aufschalten, damit der Kunde schon mal was sieht und erstmal, sag mal, vielleicht ein bisschen Ruhe gibt und man so ein bisschen Zeit hat, dann auch eine vernünftige Webseite zu bauen und zu entwickeln. Ja, dann mal wieder zurück zu unserem Layout. Ich nehme hier jetzt wieder eine Blank Page. Na, jawohl. So, jetzt nenne ich das mal von mir aus Member. Ja, Member-Bereich. Und bestätige das. So, und jetzt hat er mir hier ein neues Layout hinzugefügt. Jetzt habe ich einmal das unser altes Layout, erfolgreich mit Nischenmarketing, wo hier eben unser Lead Magnet drunter ist. Und hier dann eben ein neues Layout, Member-Bereich. Und da seht ihr jetzt, da hat er eine Seite hinzugefügt, Home 2. Warum hat er eine Seite hinzugefügt? Ja, und das ist auch so eine Sache, was man wissen muss. Habe ich auch schon mal viel mit gekämpft. Es muss immer eine Seite im Layout vorhanden sein. Also ein Layout darf nie leer sein. Es muss dort immer eine Seite drin geben. Darum hat er die auch jetzt angelegt. Und ich hatte das mal, hatte ich auch eine im Layout, im anderen Layout und wollte die Seite aus diesem Layout, das kann man nämlich in das Layout mit rübernehmen. Und weil ich wusste, dass das geht, bin ich da fast dran verzweifelt und habe immer gedacht, Mann, warum macht er das denn jetzt nicht? Wieso nimmt er denn die Seite nicht mit? Ja, ich hatte erst eine zweite Seite erzeugen müssen, damit eine Seite hier im Layout zurückbleibt und dann hätte ich die Seite mit rübernehmen können.
Also wenn ihr den Fall mal habt, ja, das ist so ein kleiner Fallstrick dann wieder. Es muss immer eine Seite im Layout zurückbleiben, sonst geht es nicht. Okay, ja, jetzt habe ich mir hier so ein Layout gemacht und wie ihr jetzt seht, ist hier Header und Footer dann eben entsprechend wieder leer. Das kann ich jetzt für die Seiten, die ich hier reinpacke, in dieses Layout völlig frei gestalten. Das muss also dann nicht mehr so aussehen wie hier. Ja, ist das klar geworden, wozu das gut ist? Ich kann jetzt hier einen völlig anderen Footer drüber machen und hier jetzt zum Beispiel nehmen wir mal eine Überschrift, ziehen die hier mal rein und nennen das Ganze mal auch Member-Bereich. Herzlich willkommen. So, und dann ziehe ich mir das hier mal in den Footer rein. Den mache ich doch nochmal zentriert, richte mir das auch nochmal aus. Und jetzt kann ich mir hier einen gänzlich neuen Member-Bereich schaffen, das völlig anders aufbauen und das beides unter einer Domain. Ja, und diesen Bereich, den kann ich dann eben, und das ist jetzt das Spannende dran, warum mache ich das? Ja, weil ich diesen Bereich hier jetzt oben über dieses Schloss, kann ich das schützen und kann diesen Bereich abschließen. Ja, jetzt seht ihr hier, dann geht ein neues Fenster auf und jetzt durchlaufen wir hier so Schritt für Schritt diese Einstellung, um den Member-Bereich herzustellen. So, jetzt muss ich hier wieder einen Namen vergeben. Ja, das nenne ich wieder Member-Bereich. Ich klicke hier unten auf Weiter und jetzt kann ich hier auswählen, wie ich Zugriff gewähren möchte. Und zwar gibt es da zwei verschiedene Arten, wie man Zugriff gewähren kann. Und zwar einmal über eine Benutzer-E-Mail und ein Passwort oder man vergibt Tokens. Was sind Tokens? Ja, Tokens sind so Nummern, Zahlen, das ist so ein Zahlenkonstrukt. Ja, so ähnlich, sag ich mal, wie jetzt so eine lange PIN-Nummer, die jedes Mal generiert wird. Und die kann man dann, man kann dann Token erzeugen, diese Tokennummer schickt man dann dem Einschreiber und wenn der diese Tokennummer dann wieder einträgt, dann hat er Zugang. Ich halte das für sehr umständlich und sehr, ja, weiß ich auch nicht. Also ich benutze das nie mit dem Token. Es geht halt, wenn ihr das benutzen wollt, könnt ihr das hier machen. Ich habe hier immer E-Mail und Passwort. Das kennt man auch. Dies andere ist doch so ein bisschen suspekt irgendwie. Ja, darum nehm ich immer das. So, dann klicke ich wieder auf Weiter. Jetzt sind wir hier schon in dem dritten. Und jetzt kann ich hier auswählen, wie möchte ich den Zugriff dann gewähren. Jetzt kann ich das einmal machen, automatisch Zugriff auf den eingeschränkten Bereich gewähren. Ja, okay, was heißt das? Was macht er da? Automatisch Zugriff, das heißt, es ist fast egal, was ich da für eine E-Mail und für ein Passwort eintrage, egal, was ich da angebe mit diesem E-Mail und Passwort, das genehmigt das Programm immer und mit dem kann ich da immer rein. Da wird auch nicht geprüft, ob das eine Fake-Mail ist oder, ja. Der Nutzer trägt das selber ein, das System gibt das Eingetragene selbsttätig frei. Das bedeutet hier in dem Fall automatisch. Also, wenn ihr da wichtigen Inhalt habt, ist das nicht so gut. Das schützt nicht sehr gut. Da kann dann Hinz und Kunz rein. Okay. Dann gibt es hier gewähre Zugriff auf den geschützten Mitgliederbereich, wenn der Benutzer seine in MailingBoss registrierte E-Mail-Adresse bestätigt. Okay, also ja, was bedeutet das? Das ist im Endeffekt fast das gleiche wie automatisch, aber hier ist es eine bestätigte E-Mail-Adresse. Ja, ihr habt da wieder dieses Double Opt-in vor, der muss erst nochmal, also trägt sich in MailingBoss ein, in ein MailingBoss-Formular. MailingBoss schickt ihm wieder automatisch eine E-Mail, wo dann der Link wieder zum Bestätigen drin ist. Den muss er erst klicken und erst, wenn er da bestätigt hat, dann kann er wieder hier Passwort vergeben und dann da rein. Ja, das ist also quasi hier, sag ich mal, hier oben der mit einer nicht verifizierten E-Mail und hier die zweite Methode wäre fast die gleiche mit einer verifizierten E-Mail. Ist ein bisschen besser wie das erste hier. Ja, und dann gibt es hier manuell und durch Zahlung. Ja, manuell, da vergebt ihr also manuell den Zugang. Das System schickt euch an eine E-Mail-Adresse, die ihr angebt,
dann eben eine Anfrage. Der Nutzer sowieso möchte sich mit diesen Daten bei dir registrieren. Erlaubst du das, ja oder nein? Ja, dann kann man das selber auswählen. Oder aber, und das ist das durch Zahlung, man hinterlegt einen PayPal-Button, ja, oder einen hier, wir haben ja hier unsere Einkaufstasche, damit können wir ja Zahlungsdienste hinterlegen, man hinterlegt einen Zahlungsdienst. Dann würde man auch diesen Eintrag nehmen, manuell oder durch Zahlung, das wäre dann hier quasi ein externer Link, der das dann bestätigt. Ja, genau. Und dann gibt es hier nochmal das Letzte, das ist dann, erteilen Sie den Zugriff für aktive Bilderortpartner automatisch. Was ist das? Ja, da guckt er halt im Bilderall-System nach, ob derjenige bei Bilderall registriert ist. Also das klappt dann auch immer nur natürlich mit der E-Mail-Adresse und dem Passwort, was man auch bei Bilderall benutzt. Das muss dann gleich sein. Die Anmeldung hier muss dann dieselbe sein wie für Bilderall. Und dann kann der gucken, ist der Partner aktiv? Das heißt, hat er seinen Bilderall-Account bezahlt? Und wenn ja, kriegt er Zugang. Jetzt könnte er das aber nicht unterscheiden zwischen meine, deine, unsere, eure, ihre Partner, sondern er guckt nur, ist der bei Bilderall aktiv, der Partner, ja oder nein, und dann hat er Zugang. Wenn der nicht bei euch aus der Riege kommt oder wie soll ich sagen, sondern von völlig woanders her und hat einen aktiven Bilderall-Zugang, dann lässt er den da auch rein. Also das gilt für alle Bilderall-Teilnehmer. Alle, die bei Bilderall aktiv sind, können dann quasi bei euch rein. Okay, also das sind hier diese Varianten, die man auswählen kann. Dann wisst ihr, was dahinter steckt, was ist damit gemeint. Dies Automatik, dann trägt sich jeder quasi selber ein. Dies läuft über Mailing-Boss. Das hier manuell oder mit einem Zahlungsdienst dahinter. Und hier halt für Bilderall-Partner. Ja, und also ich empfehle euch am Anfang, ich nehme meistens dies hier, weil erstens weißt du dann genau, wem erteile ich Zugriff und wen nicht. Und zweitens, später wollen wir das ja vielleicht hier dann unsere Member-Bereiche, den geschützten Inhalt ja auch kostenpflichtig machen. Und dann schaltet man eh den Button hinter. Dann hast du es auch gleich schon entsprechend ausgesucht. Darum nehme ich jetzt meistens manuell. Aber wie gesagt, die anderen Möglichkeiten gehen genauso gut. Das funktioniert genauso gut und genauso problemlos. Ja, okay, dann gehe ich hier wieder auf weiter und jetzt hier an der Stelle nochmal der Hinweis, ich hatte euch in Mailingboss mal was von diesen API-Schlüsseln erzählt. Wenn er mal danach fragen sollte, dann fehlen die hier an dieser Stelle. Nur, dass er das mal gehört hat. Wie gesagt, ihr seht jetzt auch, die sind hier eingetragen. Bei 1 von 1000 Aufrufen fehlen die mal oder irgendwie so, wenn überhaupt. Also nur nochmal der Hinweis mit diesen API-Schlüsseln. Die sind da zu finden, dann weiß man auch, was das letztes Mal da sollte. Ja, genau. Und jetzt wähle ich mir hier eben wieder eine Liste aus. Und zwar, was für eine Liste wähle ich hier jetzt aus? Ja, die muss ich vorher erstellt haben. Das ist also auch nochmal wichtig an der Stelle. Ihr müsst euch vorher eine Liste erstellt haben. So eine Art, ja, wie wollt ihr die jetzt nennen hier? Memberliste, Lead Magnet Funnel. Ja, wo dann die Member auch drin gesammelt werden. Ihr seht ja jetzt, ich habe hier relativ viele Listen. Ich kann mir jetzt einfach mal diese Liste hier, die Testliste, auswählen. Und dann klicke ich eben nochmal auf Weiter und dann kommen wir hier zum Checkout. Fürs Checkout haben wir 3 Möglichkeiten. Und zwar, was soll er jetzt machen? Seite erstellen, Kasse erstellen und mit aktuellem Sperrbereich verknüpfen. Soll er ein Checkout erstellen und mit aktuellem Sperrbereich verknüpfen oder machen Sie jetzt nichts. Sie können Ihre Kasse später von der Anwendung selbst erstellen. Ja, und das Kasse zu nennen, ich tue mich da auch an der Stelle mit der Übersetzung vielleicht ein bisschen schwer. Für mich ist dieses Checkout, ich übersetze das eigentlich lieber mit Abschluss oder Anmeldung. Den Vorgang abschließen. Das ist hier mit Kasse gemeint. Ja, weil es ja eigentlich im Idealfall wäre ja jetzt eine Bezahlfunktion dahinter geschaltet. Ja, insofern Kasse okay, aber man muss das ja jetzt nicht mit einem Bezahlsystem verknüpft haben, zwingend. So, und wir nehmen in dem Fall dieses hier, weil dann macht Bilderall alles für uns wieder fertig. Wir haben überhaupt nichts zu tun. Hier müssen wir immer nachregeln, händisch. Hier übernimmt Bilderall quasi alles für uns. Und darum wähle ich mir den jetzt auch aus. Gehe hier an der Stelle genau nicht auf Weiter, da wundert euch nicht.
Da habe ich auch schon mal vorgesessen und gedacht, hey, klick, 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 weiter, weiter, warum willst du nicht weiter? Ja, weil wir am Ende sind, hier an der Stelle, dann bitte speichern klicken. Okay, und jetzt fragt er, in welches Layout möchte ich das jetzt reinhaben, diesen Member-Bereich? Und jetzt, ja, da muss er auch ein bisschen was zu erklären. Jetzt, der Member-Bereich soll ja eigentlich dieser Bereich sein, das zweite Layout, was wir angelegt haben. Das ist ja unser Member-Bereich, richtig? Jetzt würde ich eigentlich bauchgefühlstechnisch an der Stelle sagen, okay, dann wähle ich den auch aus, weil das ist ja mein Member-Bereich. Ja? Nein, das ist aber falsch. Den wählt ihr nicht aus, sondern ihr wählt genau das andere Layout aus. Warum? Ja, weil man muss ja erstmal irgendwie in den geschützten Member-Bereich reinkommen können. Mit einer Anmeldung. Und das ist quasi die Frage, wo soll ich das Anmeldeformular ablegen, ist hier gemeint. Und wenn das die Frage wäre, dann wüsste man auch, man wählt dieses aus, weil ich muss ja erstmal irgendwie über den Anmeldebereich hier reinkommen können. Ja? Also da an der Stelle, dann wählen wir jetzt das Layout 1 und nicht das Layout 2 aus. Und ja, jetzt fragt er hier nochmal nach einem Seitennamen. Ja, jetzt muss er ja irgendwie diese Seite, wo man die Anmeldung macht, die muss er ja jetzt zu unserem ersten Layout hinzufügen. Das ist quasi der Seitenname, nach dem er fragt. Ich nenne ihn hier jetzt einfach mal Checkout, weil es ja quasi das Checkout, das Anmeldeformular ist. Ihr könnt das auch Anmeldung nennen oder das ist wieder egal. Und Seitenadresse, wie gesagt, das ist nachher die Adresse, über die wir die Seite wiederfinden, auch oben im Browser, die Browseradresse sozusagen. Und die nenne ich dann eben an der Stelle auch Checkout, dann ist das immer eindeutig. Okay, so und jetzt fragt er dann nochmal hier wieder mit einem Fenster, was für ein Checkout wollen wir denn? Ein One-Step, ein Two-Step oder ein Three-Step? Ja, man kann das auch echt kompliziert machen. Wir nehmen One-Step, wer das mag hier, okay. Das ist viel Gefrage für nichts eigentlich. Ich bin hier immer für diese einfachste Variante, One-Step. Und ja, das war's dann jetzt. Seht ihr hier, er macht und tut und rödelt fleißig und nimmt uns jetzt die ganze Arbeit ab. Das ist wieder halt das Schöne. Ja, genau, super. Sehr schön. So, jetzt hat BuildOil wieder viel für uns gearbeitet. Klasse Sache. Wir gucken gerade im Member-Bereich hier rein. Was hat sich hier getan im Member-Bereich? Ja, gar nichts. Genau. Weil haben wir ja auch ausgewählt, hier sollte sich ja auch nichts tun. Hier hat auch nichts hinzugefügt. Aber wenn wir jetzt hier in Layout 1 reinschauen, was hat sich hier getan? Klasse, hier ist eine Checkout-Page dazugekommen. Sehr gut, so sollte es ja auch sein. Ich klicke da mal drauf, dass wir mal sehen, was ist hier jetzt passiert? Ah, okay, das ist jetzt unsere Checkout-Page. Jetzt passiert der Footer noch nicht so ganz. Ich klicke da gerade mal drauf. Jetzt packt dann unten runter. Und ja, jetzt seht ihr schon, jetzt haben wir hier ein Feld bekommen, wo derjenige sich dann eben entsprechend eintragen kann. Ja, und später, hier steht jetzt noch Auftrag und sowas drunter. Das können wir wieder alles mit dem Rechtsklick entsprechend ändern, anpassen. Und entsprechend, ja, dann sage ich mal, dem Thema anpassen, was gerade Sache ist. Hier dann später, wenn man ein Bezahlfeld dahinter macht, kann man dann auch hier Artikel zur Auswahl hinterlegen. Ja, okay, das ist dann jetzt quasi die Seite, wo man sich dann anmelden kann, um Zugriff auf den Member-Bereich zu kriegen. Ja, gucke ich gerade nochmal hier auf meinem Fahrplan, habe ich auch nichts vergessen, euch dazu zu erzählen. Nein, eigentlich so in der Übersicht war es das jetzt erstmal. Doch eine Kleinigkeit hätte ich da noch. Und zwar, wenn wir jetzt hier wieder in den Member-Bereich gucken und gucken uns mal oben das Schloss an, wo wir den Member-Bereich vorhin abgeschlossen haben. Da sind wir ja, sag ich mal, haben wir ja draufgeklickt, um diesen Prozess durchzulaufen. Und jetzt haben wir den Prozess abgeschlossen. Und jetzt haben wir hier dieses rote Kreuz dran und das bedeutet, ja genau, der Prozess ist vollständig abgeschlossen und der Member-Bereich ist locked. Da kann also jetzt keiner mehr einfach so drauf, sondern man muss jetzt dieses Formular durchlaufen, um hier entsprechend einen Zugriff zu haben.
Ja, und wie gesagt, auf Layout Seite 1 ist dann eben die Checkout-Seite hinzugekommen. Hier könnt ihr dann das Checkout-Feld, genauso wie wir es mit dem E-Mail-Feld im Lead Magnet gemacht haben, könnt ihr genauso hier das Feld nacharbeiten. Ihr könnt das konfigurieren. Hier könnt ihr wieder auswählen, was für Muster, ob das in zwei Spalten oder ob das so groß wie hier sein soll. Ihr könnt wieder Schrift einstellen. Ihr könnt die Farben einstellen. Ihr könnt wieder den Button einstellen und eben alle Einstellungen machen, die ihr braucht. Ja? Und ja, das ist ja jetzt alles wieder sehr, sehr viel. Aber wie gesagt, ich wollte es euch nur der Vollständigkeit halber zeigen, weil ihr dann eigentlich nach diesem Bootcamp schon so eine Art Pixel-Perfect-Experten seid und fast das gesamte Pixel-Perfect schon beherrscht und bedienen könnt. Und darum nochmal diese Ergänzung dazu. Ja, dann sei nochmal gesagt, klar, es ist alles immer sehr, 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 sehr viel in Builderall. Es ist eine riesen Plattform. Wir kratzen ja auch immer nur so ein bisschen am Anfang noch. Lasst euch da echt nicht von abschrecken. Macht jeden Tag ein bisschen, Stück für Stück. Wenn ihr jeden Tag eine Stunde macht, habt ihr das Thema irgendwann auch erschlagen. Ja, ich weiß, der Mensch neigt dazu, da eine komische Denke oder eine komische Einschätzung von Zeit zu haben. Wenn man sich mit Leuten unterhält und fragt, ja, wo bist du in 5 Jahren, wo bist du in 10 Jahren, dann heißt das immer, ja, dies kann ich in 5 Jahren und das kann ich in 10 Jahren, das ist alles kein Thema. Und wenn man sagt, ja, was schaffst du denn in einer Stunde, dann hat man da den Eindruck, man schafft nichts. Aber macht euch immer wieder bewusst, jeden Tag eine Stunde bedeutet 365 Stunden im Jahr und das ist schon echter Brocken. Ja, wenn ihr einem sagt, ihr arbeitet pro Jahr 365 Stunden an einem Projekt, sagt jeder, oh ja, Respekt, das ist eine Ansage. Ist aber nur eine Stunde am Tag. Also, da auch nochmal, ja, lasst euch nicht entmutigen, pickert euch da durch. Das wird immer Learning by Doing, auch so wie jetzt Gerard mit der Domain. Das sind so Erfahrungswerte. Natürlich nervt das in dem Moment tierisch, weil man es ja auch gerne fertig hätte und ja, es auch gerne online hätte und möchte seinen Erfolg ja auch online sehen. Verstehe ich dann, dass einen das manchmal auch ein bisschen frusten kann. Aber wie gesagt, arbeitet euch da durch, das kriegen wir alles in den Griff. Und wenn ihr da mal gar nicht zurechtkommt, na, ich habe ja immer so eine kleine Fliege, die mich ärgert. Wenn ihr gar nicht zurechtkommt, wie gesagt, immer hierher mit Fragen, meldet euch in der Facebook-Gruppe, meldet euch bei mir. Ich helfe euch da gerne. Gut, okay. Dann möchte ich es hier mit der Member-Seite an der Stelle auch mal gut sein lassen. Jetzt möchte ich euch gerne nochmal zeigen, noch eine Funktion, dafür füge ich eben noch ein neues Layout einmal gerade wieder ein. Ach so, den Namen gibt es schon, klar. Das macht dann an der Stelle auch keinen Sinn. Und zwar nochmal ein Block. Wie füge ich mal einen Block ein? Auch nur der Vollständigkeit halber, dass ihr es gesehen habt. Dann haben wir nämlich hier links, habt ihr dann fast alle Funktionen in Bedienung bis unten auf den Shop. Ein Block. Ja, ist eigentlich auch in Builderall. Ein Block einbauen könnte man meinen, ist was total Komplexes. Und wenn man im Internet guckt, was Leute für Preise für Blogseiten aufrufen, dann gewinnt man auch dort den Eindruck, es sei was unglaublich Hochkomplexes und Schwieriges, weil die Blogseiten fast oder häufig fast doppelt so teuer sind wie jetzt eine normale Webpage mit 4-5 Seiten. Die liegen so in der Regel bei ungefähr 5.000 Euro, dass ihr da auch so ein bisschen eine Preisvorstellung habt, von was wir reden. Und also das finde ich schon ganz erstaunlich und jetzt möchte ich euch dann mal zeigen, was wir da mit für einen Aufwand dahinter hätten. Und zwar einen Block erzeugen wir einfach, indem wir hier auf das Zeitungssymbol gehen. Das bedeutet einen Block erzeugen. Und ja, jetzt kann ich hier oben einfach Block hinzufügen. Und jetzt seht ihr, darum habe ich ein neues Layout angelegt, fragt er mich, in welches Layout ich das packen möchte. Ich hätte das natürlich jetzt selbstverständlich auch in unser erstes Layout wieder mit reinpacken können. Ja? Oder auch ins zweite, gut, im Member-Bereich einen Blog zu haben. News für Member vielleicht, aber gut, ein Blog, der abgesperrt ist, ist für mich wäre das jetzt so ein bisschen Widerspruch in sich. Ich will jetzt hier einfach mal unser Blog-Layout, was sagt er? Achso, ich muss das vorher speichern. Ist das Layout nicht gespeichert? Ja, gut, dann packen wir es halt ins erste, ist auch egal. Dann packen wir es da rein, ja, okay. Und speichern. Dann seht ihr, dass das auch da genauso geht. Es ist alles kein Thema.
Ich habe jetzt nur dann eben Header und Footer eben wieder aus unserem Lead Magnet. Ansonsten ist das auch jetzt kein Unterschied zu einem anderen. Ja, okay, und dann seht ihr schon, Blog erstellen, ruckzuck, und das war es eigentlich schon. Ja? Also Builderall hat auch an der Stelle für mich sämtliche Arbeit erledigt. Ich habe hier oben einen E-Mail-Sign-up für den Blog-Newsletter, der ist automatisch drin. Auch hier wieder der Hinweis, Rechtsklick, könnt ihr wieder alles anpassen, konfigurieren. Jetzt hat er mir hier ein so ein großes Fenster hinzugefügt. Ich greife mir das gerade mal und schiebe das, dann seht ihr das ein bisschen besser. Ja, das ist jetzt quasi das eigentliche Blockfenster, in dem die Einzelblocks erscheinen. Und hier rechts ist dann nochmal so eine Art, ja, ich nenne das immer das App-Fenster, weil hier so verschiedene Apps hinterlegt sind. Hier kann man nochmal nach Kategorien suchen. Hier zeigt er einem den letzten Block an, die letzten drei Blogs. Dann ist hier nochmal so ein Social-Media-Plugin. An der Stelle nochmal der Hinweis, die Social-Media-Plugin bitte rauslöschen immer. Das dürfen wir hier bei uns im Moment nicht verwenden. Da ist ein Facebook-Teilen- und Gefällt-mir-Button drauf. Das ist rechtlich im Moment hier nicht ganz sauber. Dieses Feld im Zweifel bitte immer runternehmen. Ja, also das löschen wir mal einmal gleich raus, weil es hier bei uns nicht erlaubt ist. Ansonsten, ja, habt da hier halt, wie gesagt, diese, ich nenne sie halt die App-Leiste, hier das Blockfeld, wo dann der wirkliche Block drin stattfindet. So, und ja, wie gesagt, das war jetzt eigentlich schon das gesamte Block hinzufügen. Und jetzt seht ihr halt, wie bediene ich diesen Block. Erstmal auch hier mit dem Rechtsklick kann ich wieder konfigurieren, Thema wählen, Bildgröße etc. Kann hier diese einzelnen Felder alles einstellen, auch ob hier ein Button sein soll oder nicht. Das ist der Mehr-Lesen-Knopf. Wenn du da draufklickst, ruft er halt den einzelnen Artikel auf. Nochmal in groß auf einer einzelnen Seite. Und ja, wie verwalte ich das jetzt? Das ist ein automatisch erzeugter Eintrag. Da brauche ich eigentlich hier gar nicht großartig was dran machen, sondern die ganzen Artikel, Einträge, Blogposts und sowas, da gehe ich wieder hier auf mein Blogfenster. Und jetzt habe ich hier, habt ihr gesehen, ne, vorhin war hier nur ein Fenster oben, Blog einfügen. Jetzt hat er den Blog eingefügt. Jetzt bekomme ich hier so mehrere Menüs. Und da suche ich mir hier den Blogmanager. Ja, und hier in dem Blogmanager, hier erstelle ich die Posts. Hier wird geblockt. Und das läuft dann so ähnlich, wie hatten wir uns in der Übersicht auch mal angeguckt, in Builderall auf der Builderall-Plattform, den Facebook-Bot, und so ähnlich läuft das hier auch. Das heißt, ihr könnt hier oben, da seht ihr geplant, könnt ihr quasi geplante Blogs wieder hinterlegen. Also kein Mensch setzt sich auch wieder da nicht jeden Tag oder jede Woche oder jeden Monat hin und schreibt dann Blog einzeln, sondern man macht sich da auch wieder seinen Satz fertig, kopiert den hier rein, plant das hier drin. Und das Ding blockt dann automatisch. Ja, okay. Das dann einmal zum Block. Und jetzt, wenn man irgendwo einen Block hat, kann ich jetzt auf der Seite, das möchte ich auch gerade nochmal zeigen, und jetzt habe ich hier mein Speichern ein bisschen verdeckt, einmal speichern. Und auch nur nochmal der Vollständigkeit halber, wenn ich jetzt hier irgendwo auf meiner Seite, ich springe mal wieder auf die Landingpage zurück, auf die Homepage. Wenn ihr jetzt hier irgendwo anders in eurer Internetseite, auf einer anderen Seite seid und ihr habt einen Blog angelegt, dann habe ich jetzt hier unter dem Plus-Knopf, gibt es hier unten jetzt einen neuen Eintrag. Weil ich ja einen Blog habe, gibt es jetzt hier Blog-Apps. Ja, und da seht ihr jetzt diese Symbole oder Sachen. Das war das, was wir vorhin, was ich gesagt habe, diese rechte Spalte, diese App-Spalte. Darum nenne ich die auch die App-Spalte, weil die eben aus diesen Blog-Apps besteht. Da sind nur solche Blog-Apps drin. Und das könnt ihr jetzt auf jeder Seite eurer Webpage einbauen. Seht ihr? Also ich kann mir jetzt auch hier Infos aus dem Blog anzeigen lassen. Okay. Das schmeiße ich dann auch gerade mal wieder runter. Ja, und auch wirklich nur mal eben der Vollständigkeit halber, dass ihr das Ganze mal gesehen habt. Ja, wie gesagt, die Artikel dann des Blogs bearbeiten wir im Blogmanager, und dann gibt es hier unten drunter nochmal so einen Knopf Blog übertragen. Das heißt, ihr könnt den Blog auch von einer Seite auf die andere mitnehmen. Auch das ist möglich. Ja, wenn jetzt einer einen Blog schon lange gepflegt hat, hat da viel Artikel drin, klar, dann will ich das natürlich gerne erhalten und
Nur weil ich vielleicht mit dem Website-Design oder sowas umziehe oder umpacke, könnt ihr das trotzdem von einem ins andere Layout oder von einem auf der anderen Seite dann mit übernehmen. Dann ist auch das nicht verloren. Okay. Ja, erstmal Fragen irgendwie von eurer Seite noch? Okay, gut. Dann, ja, wie gesagt, Builder.all, ihr seid jetzt echt schon weit, könnt eine ganze Menge. Pixel Perfect Zeitbilder, das Haupttool in Builder.all hier, unser Herzstück quasi, könnt ihr jetzt schon fast perfekt bedienen. Sehr, sehr gut. Ich will noch mal kurz sagen, ja, warum ist Builder.all eigentlich so ein komplexes oder wahnsinns Riesentool geworden? Und da möchte ich immer zu sagen, ja, denkt bitte dran, wir haben es hier ja mit einem Internetprodukt zu tun oder überhaupt mit dem Internet zu tun. Und da weiß jeder von uns, wenn ich im Internet nicht mitwachse, wenn ich stehen bleibe, dann werde ich überholt. Es ist also eben für uns ganz, ganz wichtig, dass Internet-Tools oder unser Internet-Tool hier gerade besonders die Builder.all-Plattform eben mitwächst. Das heißt, wenn sich im Internet was ändert, wenn es neue Trends gibt, dass das auch irgendwo Berücksichtigung findet, weil sonst sind wir ganz schnell rückschrittig und dann stehen wir auf dem Schlauch. Und dann sind wir die von gestern sind. Darum ist es wichtig auch, dass so eine Plattform sich weiterentwickelt. Und das ist eben im Endeffekt, sag ich mal, das, was man ein Stück weit sieht, was der Eric so über die Jahre hinweg seiner Online-Tätigkeit einfach eben immer weiter und weiter und weiter entwickelt hat. Und das ist eben für uns das Tolle, dass dieser Prozess nicht aufhört, sondern sich auch unsere Plattform immer Gegebenheiten neu wieder anpasst. So wie jetzt mit dem Blog oder wir haben festgestellt, hier der Shop, der Webshop ist nicht gut. Also gibt es im Builder.all 3.0 eben einen entsprechend überarbeiteten neuen Webshop, der wieder den neuen Standards und Sachen entspricht. Und auch die Vorlagen werden wieder aktuell der Aktualität, dem aktuellen Design und dem aktuellen Geschmack angepasst. Ja, und darum ist Builder.all einfach so eine riesenkomplexe Plattform. Aber, wie gesagt, Jungs, durch die Bootcamps erschließen wir uns das nach und nach. Wir erschließen uns das mit praktischem Wissen. Okay. Gut, dann möchte ich noch mal darauf eingehen, das ist ein Thema, das hatten wir ja jetzt noch gar nicht. Und zwar, wie gesagt, wenn euer Lead Magnet jetzt soweit fertig ist, ihr habt ja fleißig schon gebastelt und habt ja jetzt noch ein bisschen Zeit, den Rest nachzuholen. Ja, wie kriege ich denn jetzt Leute auf meinen Lead Magnet? Und dazu möchte ich euch mal hier eine Möglichkeit zeigen. Dazu gehe ich hier mal auf mein Facebook-Profil und ich mache das auch gerade mal groß. Ja, dann ist das ein bisschen doof hier, weil ich jetzt das Videofenster genau davor habe. Okay, ich versuche dahinter mal so ein bisschen zu schreiben. Dann seid ihr ein bisschen nachsichtig mit mir, wenn das Tippen jetzt etwas merkwürdig wirkt. Ich muss ja auch mal so ein bisschen am Mikrofon vorbei linsen und sehe immer nur ja, relativ viel Mikrofon. Gut, okay. Ja, wie bekomme ich jetzt Leads, die sogenannten Leads, die Interessenten auf unseren Lead Magnet? Ja, also eine Möglichkeit ist eben Facebook. Die meisten von euch sind bei Facebook, haben Facebook-Profil und ja, wie gehe ich da jetzt vor? Im Endeffekt gehe ich mit meinem Facebook-Profil, ihr seht auch hier, das ist mein Privatprofil, gehe einfach oben in die Facebook-Suche und suche jetzt nach Gruppen zu meinem Thema. Ich weiß jetzt zum Beispiel hier, Gerard, hat jetzt das Thema Diät und Ernährung. Also gebe ich jetzt hier oben gerade mal einmal ein, Diät. Und hier gibt es zum Beispiel schlicht und jetzt vor Diätgruppe. Jawohl, das war jetzt Diätrezepte, das wollte ich gar nicht. Ich wollte Diätgruppe. Hallo? Ja. Moment. Ja. Einen kleinen Augenblick noch. Ja, ich habe das auch gleich irgendwann so nochmal. Diätgruppe, dann schreibe ich es lieber ganz rein, bevor er uns nochmal nach sonst verschickt. So, okay. Und jetzt seht ihr, zeigt er mir hier an, was es an Diätgruppen so gibt auf Facebook. Und ja, da ist hier zum Beispiel eine 4.505 Mitglieder. Okay, jetzt gehe ich da mal drauf. Und ja, was mache ich hier jetzt?
mit der Diätgruppe. Also das Erste, was ich mir zum Beispiel angucke, sind so diese Gruppenbeschreibungen und gibt es bestimmte Gruppenregeln. Genau, weil meistens sind irgendwelche Gruppenregeln festgelegt und was wir auf gar keinen Fall möchten, ist, dass wir irgendwie was posten, schreiben oder sonst was, was damit kollidiert und nachher haben wir dann wieder einen riesen Ärger und Hackmack am Start und irgendwelche Hasstiraden oder sonst was. Spart euch das. Guckt lieber eben erst einmal in die Gruppenregeln, ja, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Und hier seht ihr gleich, der erste Punkt, der hier drin steht, ist Werbung aller Art, wird von uns gelöscht. Okay? Also keine Links, keine Werbung da rein posten. Jetzt könnte man meinen, was will ich dann mit der Gruppe noch? Ja, da komme ich jetzt gleich nochmal zu. Und lest euch, wie gesagt, eben durch, was sind hier die Gruppenregeln, damit ihr da d'accord und vernünftig unterwegs seid. Dann die meisten Gruppen, so wie hier jetzt auch, ihr seht, es ist eine geschlossene Gruppe. Jetzt kann ich hier auf Gruppe beitreten klicken und muss dann eben darauf hoffen oder darauf warten, dass ich von der Gruppe aufgenommen und akzeptiert werde. Ich würde hier jetzt keinen Grund sehen, warum die mich nicht aufnehmen sollten. Dauert dann manchmal ein paar Tage. Was mache ich jetzt, wenn ich in der Gruppe drin bin? Folgendes erst noch. Um euch zu organisieren, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, weil ihr seht schon, ich habe dann hier nachher lauter Favoriten und ich habe noch viel mehr Gruppen und irgendwann wird auch das Ganze wieder sehr, sehr unübersichtlich. Ja, und auch wenn ihr jetzt wieder bedenkt, ihr würdet das jetzt nicht nur für euch machen wollen, das sind ja jetzt nur meine hier aus meinem Privaten, was mich so interessiert, ja, das kriege ich ja alles noch geregelt. Aber wenn ich jetzt 2, 3, 4, 5, 6 Accounts auch noch für Kunden vertreten soll und fahre mit denen dieselbe Taktik, die ich hier euch jetzt zeige, dann wird es schon wieder sehr, sehr, sehr unübersichtlich und man verliert da ganz schnell den Überblick. Also selbst für einen selber ist das manchmal schon echt viel. Wenn das irgendwann mal abgeht, ist das echt viel zu tun. Und darum organisiert euch auch an der Stelle. Ich mache das immer folgendermaßen, indem ich mir jetzt zum Beispiel hier zu den Gruppen entweder einen Favorit anlege oder ich leg mir hier gleich ein Lesezeichen zu der Gruppe an. Ja, Lesezeichen hinzufügen, Diätgruppe. Jetzt füge ich mir hier ein Lesezeichen hinzu und dann habe ich hier nachher in Safari habe ich hier meine Lesezeichen. Hier habe ich so einen Unterordner Facebook-Gruppen. Und da kopiere ich mir immer meine ganzen Facebook-Gruppen rein. So wie diese jetzt, wo ich darauf warte, dass sie mich aufnehmen. Da würde ich mir jetzt halt den Link dann hier in die Facebook-Gruppe reinziehen. Ja, und dann weiß ich auch automatisch, guck, die von denen müsste eigentlich noch was kommen. So, und dann habe ich noch mehrere Gruppen, wo ich Mitglied bin. Was mache ich jetzt in dieser Gruppe? Was bringt mir das, wenn hier gleich als erstes steht, ja, Werbung wird gelöscht, kann ich ja keine Werbung posten. Warum bin ich da in der Gruppe? Was mache ich da? Ich gucke da immer rein. Und zwar, wenn ich mehrere Gruppen habe, auch das habe ich mir organisiert hier. Das habe ich hier bei mir unter den Links unter Tage. Jetzt seht ihr schon, habe ich hier unter Tage Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Das sind die Tage, an denen ich poste in Gruppen. Warum Samstag, Sonntag nicht? Ja, irgendwann hätte ich auch gerne mal frei. Darum Samstag, Sonntag nicht. Ja, weil ich dies hier aktiv beposte. Das sind aktive Posts, die ich mache, nichts, was über einen Bot läuft. Ja, natürlich, der Facebook-Bot in Bilderall postet auch samstags und sonntags und vertritt mich da ganz wunderbar. Physisch möchte ich das aber nicht. Darum mache ich das nur von Montag bis Freitag. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wichtig ist halt so, ich habe jetzt hier in dem Montag, seht ihr schon, dann die Facebook-Gruppen drin, die ich entsprechend poste. Montags poste ich da und da. Dienstags poste ich da und da. Mittwochs poste ich da und da. Ja, und so habe ich dann da ein System drin und komme auch nicht durcheinander und liefere jetzt in jeder der Gruppen, in der ich drin bin, entsprechend Content. Ja, ihr seht dann schon, ich habe jetzt für jeden Tag 2 Gruppen drin mittlerweile. Das heißt, ich bin jetzt schon in 14 Gruppen am Posten. Und ich sage ja, das wird sonst irgendwann, ich denke mal, dass ich noch vielleicht 4, 5 pro Tag dazufüge. Das kriege ich immer ganz gut dargestellt. So in einer halben Stunde bis Stunde arbeite ich das dann ab, feuer da aktiv und dann ist das für den Tag auch gut. Ja, und dann kann man, ja, seht ihr ja, wenn ich jetzt 5 pro Tag hätte, 5 mal 5 sind 5, dann bin ich in 25 Gruppen unterwegs. Hey, das ist dann ja auch schon gigantisch, eine gigantische Zahl. Und ja, was mache ich jetzt in der Gruppe? Was poste ich denn da?
Ich poste, weil ich ja keine Werbung posten darf. Bei den meisten nicht. Es gibt auch welche, wo das erlaubt ist. Dann könnt ihr natürlich auch direkt mal einen Link reinhauen oder so. Ja, aber auch hier an der Stelle empfehle ich, genau wie bei der E-Mail-Taktik auch, in der Regel bringt das herzlich wenig. Es wirkt beim Gegenüber höchstens spammy, cammy und sonst sowas. Es ist wieder, ach ja, der will auch nur, eh nur verkaufen. Wenn der was bringt, komm, brauchst du gar nicht angucken. Also auch hier wieder am besten die Taktik, ja, liefert Content. Feed, 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 feed. Und dann dürft ihr auch mal irgendwann einen Haken setzen wieder. Ja? Also das ist auch hier die Taktik in den Gruppen. Also ich poste immer was zum Thema. Gucke, hat jemand eine Frage gestellt? Kann ich diese Frage vielleicht beantworten? Und zwar als Erster. Ja, ich gucke dann auch, wenn ich neu bin in der Gruppe, immer versuche ich so 14 Tage, 4 Wochen lang mich so ein bisschen, ich hätte fast gesagt, so ein bisschen hochzuschlafen. Ich versuche also nach Möglichkeit, der Erste zu sein, der Fragen in der Gruppe beantwortet zu dem Thema. Ja, warum? Was bringt mir das? Ja, das bringt mir Ansehen in der Gruppe. Jeder, der in der Gruppe ist, denkt dann, ey, guck mal hier, der Henrik, boah, der hat aber Ahnung, der antwortet da jedes Mal, der ist da total fit, der weiß da voll Bescheid. Und wenn ich jetzt irgendwann mal einen Link poste, hat das eine ganz andere Wahrnehmung, ja, wie wenn ich irgendwie, jetzt kennt mich keine Socke und ich baller die mit Werbung zu. Hier ist das, ja, ich bin da 4 Wochen lang Experte, bin da am Tun, Machen, aktives Mitglied, schreibe, helfe Leuten weiter und so. Ne? Bring denen richtig was, bring da Content, bring da Inhalt, helfe, informiere, so. Und dann könnt ihr dann auch mal anbringen, ja, Mensch, hier Leute, wir sagen, keine Ahnung, vielleicht habt ihr auch gerade in der Gruppe das Thema, ach, ich, so wie bei Gerard, sag mal jetzt, bei der Diätgeschichte. Ja, ich weiß auch nicht, das ist jetzt die 32. Diät, die ich da probiere und ich suche da irgendwo eine Info und ich weiß einfach nicht weiter. So, und dann ist doch für Gerard nach 4 Wochen der große Zeitpunkt gekommen zu sagen, Mensch, du pass mal auf, was weiß ich, liebe Monika, ich schicke dir gerade mal einen Link hier, da kannst du dir mein kostenloses E-Book runterladen. Und dann schickst du dir hier den Link von deinem Lead Magnet. Ja, und da hast du dann auch eine wahrscheinlich sehr, sehr hohe Konversionsrate, weil, ja, das hat der Gerard mir ja empfohlen. Und sie bekommt da wieder eine kostenlose Info. Und sie geht halt davon aus, weil deine Infos vorher in der Gruppe eben gut und hochwertig waren, dass auch hier entsprechend hochwertiger Content auf sie wartet. Und den habt ihr ja auch erzeugt. Das heißt, auch an dieser Stelle wird sie eben nicht enttäuscht. Und wenn ihr diese Person jetzt schon bei euch im Lead drin habt, ja, dann habt ihr schon, dann seid ihr, sag ich mal, in dem Trust-Level um den Faktor 500 gestiegen. Wenn ihr dann mal mit einem Produkt kommt, ist das was völlig anderes, wie ja, hier ein aus der T-Shirt-Kanone mit der Werbung zu befeuern. Ja, da duckt sich erstmal jeder. Ja, und hier kommst du freudig ums Eck und jeder denkt, hey, guck, der Gerard ist da, lass mal gerade 2 Sekunden warten hier, der hat bestimmt mal wieder was Tolles. Okay, ist ein völlig anderes Auftreten und ja, so könnt ihr Facebook-Gruppen für euch nutzen, um Trust zu erzeugen, um Trust aufzubauen, um für euch Werbung zu machen. Und diese ganze Taktik völlig kostenfrei, kostet euch nichts. Ja, klar, die Arbeit, logisch, aber es kostet kein Geld. Ja, und ihr habt, das ist ein Riesenvorteil gegenüber allen bezahlten Geschichten, die man sonst so machen kann. Hier Stichwort Facebook-Ads oder überhaupt Ad-Werbung. Ihr habt hier richtig organische Kunden. Nichts mit Bots, nichts mit Fake, sondern es sind reell organische, wirkliche, echte Facebook-Kunden, Freunde, Follower, die ihr da gewinnt. Und ihr werdet auch sehen, wenn man in diesen Gruppen ein bisschen aktiv unterwegs ist, erst passiert da noch nicht so ganz viel, aber so nach und nach setzt sich das und die Leute werden dann wirklich auf euch aufmerksam, haben Interesse an euch. Ihr seht das dann auch nachher, dass plötzlich viel mehr Freundschaftsanfragen und sowas eintrudeln. Ja, weil klar, auch das passiert ja. Die Leute möchten gerne mit euch befreundet sein, weil ihr seid ja die coolen Typen, die Ahnung habt. Ihr seid ja die Experten und wer ist nicht gerne mit einem Experten befreundet? Klar, ja, Prestige an der Stelle das Stichwort. Ja, und nochmal, also wie gesagt, hier der Hinweis, organisiert euch. Ich packe dann die Facebook-Gruppen, wo ich eine Gruppenanfrage gestellt habe, mir hier rein. Ihr könnt das auch noch anders nennen, Facebook-Gruppen-Anfrage gestellt und Facebook-Gruppen aufgenommen oder sowas.
Aber ich packe halt die aufgenommenen mir dann gleich in die Tage rein. Darum habe ich jetzt nur diese zwei Unterscheidungen. Und so vergesse ich eben nicht, welche Gruppe ist wann dran und liefern jeder immer nachhaltig Content. Auch das ist so eine Sache. Macht hier nicht 24 Gruppen, sondern wenn ihr die Zeit nicht habt, macht lieber ein oder zwei und postet aber in denen dann auch kontinuierlich, statt in 24 alle drei Wochen mal ein. Ja? Also auch hier dann lieber etwas weniger Gruppen, aber dafür in den Gruppen dann Kontinuität liefern. Kontinuität ist hier auch wieder das Stichwort im Internet, schafft Trust, schafft Vertrauen. Okay? Gut. Ja, habt ihr noch Fragen dazu, soweit bis hierher? Dann, ich mache mich hier gerade nochmal wieder ein bisschen groß, dann kann man sich auch ein bisschen besser unterhalten. So, guck mal da. Ja, jetzt sehen wir uns auch ein bisschen besser. Gut, dasselbe gilt für YouTube. Ja, ihr könnt das auch auf YouTube machen. YouTube ist eine super Plattform. YouTube ist die Suchplattform nach Google. Google ist im Moment ja immer noch die Plattform mit den meisten Suchanfragen pro Tag. Ganz klar, gar keine Frage. Aber direkt auf Platz 2 und unglaublich aufgeholt. Guckt euch da auch ruhig mal die Zahlen an. Wenn man danach googelt oder YouTube, kann man da was finden. Und ja, die beiden Plattformen sind einfach die Suchplattformen überhaupt. Und ihr gerade als Jüngeren macht auch was auf YouTube, macht Promo-Videos auf YouTube, erzählt was zu Bilderall, erzählt was zu eurem Lead Magnet, erzählt was zu eurem Produkt, egal was. Und auch da gilt wieder dasselbe eigentlich wie auf Facebook oder überhaupt in den Social Medias. Liefert Content, keine Werbung machen. Content, 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 Content. Ja? Wir machen Content Marketing, keine Werbung. Und über Content erzeugt ihr Trust. Und das geht auf YouTube nochmal 10-mal schneller, wie auf Facebook im Übrigen, weil ihr physisch mit einem Video zu sehen seid. Das hat eine viel, viel höhere Conversion Rate, eine viel, viel höhere Ansprechrate, als jetzt das schriftlich oder über Posts in Facebook darzustellen. Da ist YouTube, über YouTube könnt ihr das viel, 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 viel schneller aufbauen. Ja, und auch da gilt, gebt Tipps, zeigt, wie was geht. Macht guten Content. Und an der Stelle nochmal, traut euch. Ja, traut euch vor die Kamera. Traut euch einfach. Es hat nichts will ich auch nicht sagen, aber es hat wenig eigentlich mit Professionalität auf YouTube zu tun, was gut läuft. Das muss nicht professionell sein. Ja, viele Videos, die da hochgerankt sind und super laufen, sind wenig professionell. Die sind einfach witzig, haben super Content oder sprechen an oder haben da gerade mal den Zahn der Zeit getroffen. Aber die wenigsten sind deshalb gut geliked, weil sie hochprofessionell hergestellt worden sind. Ja, dann kann ich mir ja auch eine Serie auf ProSieben angucken. Da brauche ich nicht zu YouTube. Okay, also auch da seid ihr einfach ruhig mutig. Und mein Tipp auch an der Stelle, wenn ihr es nie macht, wer es nie probiert, wer sich nie auf den Weg begibt, der kann auch nie am Ziel ankommen. Macht euch auf den Weg, dann habt ihr eine reelle Chance, am Ziel auch anzukommen. Und so wie ich bislang gesehen habe, was ihr alles fertig schon habt und gemacht und geschafft und euch drauf geschafft habt, schafft ihr auch das. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Ja, traut euch da einfach. Kommt euch aus eurem Schneckenhaus, traut euch, einfach mal die Komfortzone verlassen. Und ganz ehrlich, nach dem 3., 4., 5., 10. Ding macht ihr das genauso wie morgens aufstehen, Zähne putzen. Das ist, dann läuft das. Das sind nur die ersten paar Mal, wo das so ein bisschen Überwindung kostet, wie das erste Mal Autofahren, keine Ahnung, das erste Mal knutschen oder was auch immer. Da ist man total aufgeregt, ich weiß das. Und ja, mittlerweile, ja, wer lange verheiratet ist, weiß, wovon ich rede an der Stelle. So, liebe Grüße nochmal an meine Frau. Hi Schatz, ich hab dich lieb. Okay, so, weiter geht's nochmal, Thema Solo-Ads, möchte ich auch nochmal kurz drauf eingehen, was sind Solo-Ads? Ja, Solo-Ads, Ads ist immer Advertising, Werbung und Solo-Ads, ja, ist jetzt nicht eine Werbung, die ich für mich alleine mache, wie man jetzt vielleicht aus dem Namen vermuten könnte, nein, und zwar bei Solo-Ads beschäftigt man eine Person damit, diese Werbung, dieses Advertising zu machen, daher Solo-Ads, also eine Agentur oder eine Person macht die Werbung.
das steckt da so hinter von der Begrifflichkeit. Ja, bei Solo Ads kann man sich also, ja, hört sich jetzt doof an, in Anführungszeichen Menschen kaufen, also Agenturen kaufen, die Listen haben, so wie ihr demnächst mit den Lead Magnet Funnels auch. Die haben Listen, die zielgruppenmäßig aufgestellt sind, also zielgruppenreine Listen haben die, und die schreiben die an, und zwar mit eurem Link. Und dann könnt ihr kaufen, kauft man da zum Beispiel Klicks ein. Also ich kaufe dann für 10 Klicks oder 100 Klicks. Das heißt, der verkauft mir 100 Klicks auf meinen Link. Der hat dann 100 Leute in seiner E-Mail-Liste, den schickt er meinen Link zu und sorgt dafür, dass die auf meinen Link klicken. Und das bezahle ich dann. Ich zahle also nur die Klicks. Da guckt man dann auf der Seite, wie viele Klicks waren das. Das waren so und so viele Klicks und die bezahle ich dann. Also man zahlt dann auch pro Klick. 10 Klicks, 100 Klicks, 1000 Klicks, das kauft man dann vorher als Paket quasi. So, jetzt sei aber zu Solo-Ads gesagt, Solo-Ads sind sowohl Fluch als auch Segen. Wenn du jemand eine gute Agentur hast mit einer guten Liste, die gut auf in deine Zielgruppe passt, dann sind Solo-Ads das Beste, was du je machen kannst. Haut voll rein. Wenn die Liste aber nicht gut ist, dann ist Solo-Ads die tollste Möglichkeit, dein Geld zu verbrennen. Ja, also das ist auch da an der Stelle ein zweischneidiges Schwert. Also es, und das seht ihr auch, es läuft mal gut und mal läuft es schlecht. Das hängt ganz stark von der Qualität der Liste und der Leute ab, an die man sich da wendet. Darum seid da ein bisschen vorsichtig. An der Stelle sei gesagt, eine gute Plattform für den Kauf von Solo-Ads ist udemy.com. Schreibt sich udemy.com. Udemy.com. Wenn ihr da was machen wollt mit Solo-Ads, rate ich euch, geht so vor, wie ihr, sag ich mal, sonst bei Amazon oder bei anderen Shops auch vorgehen würdet. Guckt euch die Leute an, guckt euch deren Ranking an, guckt euch deren Sales an, guckt euch deren Reviews an. Ja, nimmt dann nicht irgendeinen Wald- und Wiesenheini, der da überhaupt keine Bewertung hat. Das lasst dann lieber bleiben. Der macht dann zwar der günstigste sein, keine Ahnung, da sind so Preise von 35 bis 1 Dollar pro Klick, was man da ausgeben kann. Nimmt nicht den billigsten Jakob, nehmt aber auch nicht gleich den teuersten. Guckt da einfach so, wie ihr bei Amazon, eBay und so auch vorgehen würdet. Ja? Guckt nach Rezensionen. Und dann der nächste Tipp ist, wenn ihr das machen wollt, dann fangt einfach klein an. Dann nimmt da halt mal 10. 10 Ads für einen Dollar, sind 10 Dollar. Ja? Und guckt erst, bringt das was? Ist die Liste gut? Ist der Typ gut? Läuft das vernünftig? Kann ich dem trauen? Und dann könnt ihr immer langsam aufbauen. Nächstes Mal 20, nächstes Mal 30. Und macht da bitte, bitte keine Sprünge. Nur weil es bei 50 gut geklappt hat, heißt das nicht, dass das bei 1000 genauso super ist. Kleine Schritte gehen. Von 50 vielleicht auf 100 verdoppeln. Von 100 auf 200, aber nicht von 50 auf 1000 oder von 100 gleich auf 1000 hochspringen. Das lasst bitte. Ja, da ist die Gefahr groß, dass man viel Geld verbrennt. Wenn ihr gute Solo-Ads habt, baut das langsam auf. Dann kann das eine total super Werbung sein, die auch den besten Return of Invest bildet. Ja, an der Stelle fällt ja immer dieses Schlagwort ROI, Return of Investment. Das heißt, für wie viel Werbeeinsatz, für wie viel Dollar, die ich in die Werbung stecke, kriege ich hinterher wie viel Umsatz bei raus. Und das kann bei Solo-Ads sehr gut sein, wenn man da vorsichtig mit umgeht. Wie gesagt, diese Tipps eben, langsam anfangen, gucken und langsam aufbauen. Nicht gleich wilde Sau oder nur weil es bei 10 geklappt hat, oh, jetzt mache ich gleich 1000, dann kann der Schuss nach hinten losgehen. Mach das immer langsam. Und dann sind Solo-Ads eigentlich eine ganz schicke Sache. Und wie gesagt, nochmal an der Stelle, udemy.com, ich pack's auch nochmal unters Video. Okay. Ja, ich bin dann von meiner Seite aus soweit für heute wieder durch mit der Thematik. Habe euch eigentlich jetzt alles mit auf den Weg gegeben, erstmal grundsätzlich, damit ihr euren Lead Magnet Funnel fertig bekommt, komplett herstellen könnt und jetzt eben auch wisst, wie bewerbe ich den? Ja, kostenfrei. Oder ihr habt schon mal eine Strategie, wie kann ich mich da aufbauen?
Und das, was ich für Facebook gesagt habe, gilt natürlich im gleichen Maße auch für Instagram. Ne? Wer da eher seine Zielgruppe sieht, also auch da sei nochmal gesagt, Facebook sind meistens so die älteren Menschen eher unterwegs. Das ist so die Plattform, so ja, mein Alter und plus. Ne? Und Instagram ist dann mehr so die Richtung, ja, hier Vincent, Linus, Michel und Co. So, ich sag mal, zwischen 18 und 24 ist eine super, super, super stark auf Instagram. Und dann von 24 bis 34, die sind auch nochmal sehr stark vertreten. Und dann in der Altersklasse da drüber oder so, ja, von 34 bis zu mir so 44, 45, ist das ungefähr halbe-halbe auf beiden Plattformen in etwa fast gleich. Und dann eben wieder in den älteren Semestern sind dann eben mehr wieder auf Facebook vertreten. So, dann wisst ihr auch immer so ein bisschen in etwa vielleicht, wo eure Zielgruppe euch sich dann aufhält und wo es für euch Sinn macht, dann jetzt am Anfang eher aktiv zu werden. In Facebook oder in Insta. Ja, und auch an der Stelle würde ich euch immer empfehlen, macht nicht 35.000 Sachen auf einmal, Facebook, Insta, LinkedIn, Xing, Google, keine Ahnung was. Ja, also auch hier nicht viel hilft viel. Spezialisiert, konzentriert euch auf das eine oder auf das andere und baut das erstmal langsam auf. Ja, weil auch sonst in der Breite, wenn ihr Insta-Werbung, Facebook-Werbung, Google-Werbung, alles macht, dann habt dann nachher, keine Ahnung, 150 Euro im Monat ausgegeben für drei verschiedene Sachen. Das verpufft dann so ein bisschen, anstatt 150 in ein Projekt zu investieren, wo es dann richtig Schub bekommen hätte. Ja, also auch da immer macht eins dann nach dem einen Schritt nach dem anderen. Okay, und auch, ja, natürlich, wenn ihr da Fragen habt, Facebook, Insta, Werbung, egal was, Posts, wie muss ich was machen, wie gehe ich vor, was kann ich machen, kann ich was outsourcen, kann ich was abgeben, das ist mir zu viel, gibt es da irgendwie Möglichkeiten, auch da schreibt gerne was in unsere Facebook-Gruppe oder meldet mir was oder schreibt mich direkt an oder meldet euch dann, ja? Okay, wenn von euch keine weiteren Fragen mehr sind, sind noch Fragen? Ja, gut, also wenn keine Fragen mehr sind, ja, Vincent, du siehst aus, als ob du schwer überlegst, ja? So, auf Instagram gibt es ja nicht direkt Gruppen, auf denen ich diese Werbung für mich selber machen kann. Wie könnte ich denn da jetzt, sage ich mal, keine bezahlte Werbung machen? Ja, genau, auf Instagram bleibt ihr... wenn du keine bezahlte Werbung machst, eigentlich nur die Möglichkeit, deinen Account entsprechend auszubauen. Mhm. Ja, auch da gibt es, also wenn du guten Content auf deinem Instagram-Account launchst und hast, auch das sorgt für viele Follower, das zieht Leute an. Okay. Ja, das ist also auch immer guter Content, da kommen die Leute für nach. Natürlich dann nicht in dem Maße, wie wenn man jetzt aktiv in Gruppen geht, so wie auf Facebook, das ist da am Anfang natürlich ein bisschen schöner, weil du ja viel schneller dein Wirkkreis oder deinen Bekanntheitsgrad erhöhst, weil du ja aktiv da tätig wirst. Auf Insta läuft das dann so ein bisschen passiv, aber auch da sind viele Leute unterwegs, die da gucken. Und auf Insta ist ein sehr, sehr gutes Mittel, um Aufmerksamkeit zu bekommen, macht IGTV, Instagram TV. Ja, außerdem machen das noch nicht so viele. Das heißt, da ist die Wahrnehmungsrate auch sehr hoch. Man geht da noch nicht so stark unter, weil das noch nicht so überlauf und überbesetzt ist. Das gibt es ja erst relativ neu. Und Insta-Stories. Ja, Insta-Stories laufen ja oben durch. Insta-Stories sind eine super Möglichkeit, um auf Instagram für sich Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und auch da, macht guten Content, der zu eurem Thema passt. Haut da gute Infos raus, wo die Leute sagen, jo, ey, klar, verstehe ich, da kann ich was mit anfangen. Ja, und ich sag mal so, wie das vom Ansatz her geht, könnt ihr immer gucken auf Alexandra Runnebaum, einmal auf der Facebook-Seite, also nicht auf der privaten Seite von Alexandra, sondern auf ihrer Facebook-Seite, nicht auf ihrem Facebook-Profil. Guckt mal auf der Facebook-Seite Alexandra Runnebaum, da könnt ihr zum einen sehen, wie man so Posts herstellen kann, dann habt ihr da so ein bisschen eine Vorstellung. Und bei Instagram genauso, unter a-runnebaum, guckt mal bei Instagram rein, das ist Alexandras Insta-Profil und da seht ihr mittlerweile auch, das Profil ist, glaube ich, jetzt, ich glaube, das Profil ist 8 Wochen alt und hat mittlerweile schon um die 250 Follower. Wobei ich da allerdings zu sagen muss, ja, der Ehrlichkeit halber, seit einer Woche
habe ich da eine Agentur beschäftigt, die das ein bisschen aktiv pusht. Die ist da schon ein bisschen aktiv unterwegs, aber wir haben nichtsdestotrotz völlig ohne Werbeeingriffe, ohne Werbung zu machen, nur mit den Posts innerhalb von 8 Wochen um die 150 Follower aufgebaut. Und die habe nicht ich angesprochen, sondern die sind von selber aktiv dahin gekommen und haben das abonniert. Ja? Dann habt ihr da auch so eine ungefähre Vorstellung. Und so, wenn man sich das dann hochrechnet, wenn das über 8 Wochen so geht, also in 4 Wochen sagen wir mal 70 Leute, dann könnt ihr euch das ja über das Jahr ausrechnen, dann sind das im Jahr auch, keine Ahnung, um die 750 bis 1000 Follower. Wenn nur die Hälfte davon bei euch irgendwelche Dienstleistungen bucht, eine Webpage bestellt oder ins Builderall-System geht, ja, spitze, hat sich's mehr als gelohnt. Ja, und an der Stelle nochmal Insta-Posts, Facebook-Posts herstellen, da Content liefern. Canva.com ist eine super Seite, um da entsprechend Inhalt zu produzieren. Kostenlos, da guckt da nochmal rein. Ja? Noch einer Fragen? Gut. Ja, dann würde ich sagen, ihr Lieben, sehen wir uns morgen zum letzten Mal Builderall Lead Magnet Bootcamp. Ich freue mich drauf. Bis morgen. Ciao.